Distelhäuser Sportarena, wir haben Halbzeit, ja. Und in der Halbzeit haben wir hier natürlich wieder Gäste. Jemand, den wir die Damen zuerst nochmal begrüßen, da haben wir die Martina, die war ja gerade schon da, nicht? Und da haben wir noch einiges so erfahren während des Spiels, wo wir gleich noch drüber reden müssen. Und dann haben wir hier noch die Svenja und die spielt auch in Bergtheim. Ja, Svenja, genau. Wie lange spielst du schon Handball? Ich spiele genau wie die Martina seit 2013 in Bergtheim. Seit 2013? Ja. Genau. Das ist gut. Ne? So, und dann haben wir hier altbekannt im Handball, wer kennt ihn nicht, den Herrn Torwart. Er ist in jeder Mannschaft zu Hause. Jawohl. Zumindest auf der Position, ohne Torwart geht gar nichts. Nee. Bei uns geht wirklich zurzeit nichts, aber wir, also darf ich mal ganz kurz? Ja, ja. Mein Name, um das zu erklären, ist ja der Gunter Torwart. Und ich bin erster Vorstand beim Turnverein Max Steft und seit 10 Jahren und ich bemühe mich durch Fleiß und, dass wir da hinspielen oder da spielen, wo wir hingehören. Ja, und er hat mir die Geschichte erzählt, seine Frau spielte im Tor, und heißt Torwart, hatte die Presse einige Probleme mit, ist genauso wie unsere Gabi, die heißt Würzburg, wenn die sich irgendwie meldet und dann fragt man immer, ja und der Name, nicht? Denkt um die Stadt, aber an den Namen denkt keiner. So, Johannes, du warst schon bei uns und wir haben schon mal so eine kurze Runde gemacht. Da ging es aber nicht nur über Handball, da ging es mehr um dich. Du bist Fan der Rhein-Neckar-Löwen? Tatsächlich, leidenschaftlicher Fan der Rhein-Neckar-Löwen, aber auch selbst mehr oder weniger aktiv, zurzeit eher weniger, im Handballclub Unterfranken. Wir haben uns 2013 aus einer Bierlaune heraus gegründet und spielen heute Just for Fun Handball. Und stopp. Einige Kollegen sind, glaube ich, am Publikum. Bierlaune ist gut. Applaus für den Handballverein Unterfranken und Bierlaune. Das ist toll, so Bierlaune und Handball. Und dann war der aber gleich erfolgreich. Gleich erfolgreich würde ich nicht sagen, wir haben tatsächlich... Beim Trinken meine ich. Beim Trinken waren wir schon vorher erfolgreich, da haben wir den Handballverein jetzt nicht so gebraucht. Aber die erste Saison war tatsächlich nur mit Niederlagen gespickt, also wir haben kein einziges Spiel gewonnen. Aber dann das Jahr drauf das erste Spiel gleich gewonnen und dann mit der Mannschaft, mit der ersten Mannschaft auch gestiegen. Die spielen auch heute noch, ich weiß gar nicht, die Liga, auf jeden Fall eine über der untersten. Und es gibt mittlerweile eine zweite Herrenmannschaft, die nur noch Just for Fun oder außer Konkurrenz spielt. Und eine Damenmannschaft, die das auch relativ erfolgreich betreibt, letztes Jahr auch 2 Spiele gewonnen hat und auf jeden Fall auf dem aufstrebenden Ast unterwegs ist. Du sagtest gerade kein Spiel gewonnen. Er hat auf jeden Fall trotzdem gewonnen an Erfahrung. Martina, wenn man seit 2013, das sind ja jetzt schon ein paar Jährchen, wächst da die Erfahrung? Macht man dann heute einige Dinge aus Erfahrung, wo man früher mehr Energie gebraucht hat? Naja, also ich denke, es ist immer noch sehr energisch. aber klar, der Erfahrungsschatz wächst absolut bei jedem, mit jedem Spiel, mit jedem Training, mit der Mannschaft. Ich denke, daraus wächst dann auch eine Mannschaftsleistung, sicherlich, ja, klar. Svenja, ihr habt heute Trainings frei bekommen oder zumindest eine Zeit lang mal, weil sieht jeder Trainer ein, dass er gerne zu mir kommt. Und, aber trotzdem, Training ist wirklich das Wichtigste auch beim Handball. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das A und O ist wirklich die Trainingsbeteiligung. Auch für die Mannschaft ist es natürlich besser, umso mehr beim Training sind, kann man das Zusammenspielen üben und klar, umso mehr man ist, umso mehr kann man ausprobieren. Was ist für dich der Unterschied zum Herrenhandball? Was ist der Unterschied? Ich würde mal sagen, vielleicht ist das Herrenhandball noch mal ein bisschen schneller, teilweise wahrscheinlich. Und ja, die Fingernägel. Die Fingernägel? Ja. Ich habe mir sagen lassen, Herr Torwart, Sie kennen beides. Frauen haben mehr Disziplin, aber untereinander zicken sie manchmal. Frauen sind schwieriger. Wenn ich unsere Männermannschaften anschaue und der Trainer würde sagen und wirft den Ball und sagt, hol den Ball, dann laufen die. Damen fragen, warum sie den Ball zu holen haben. Aber also es ist schon schwieriger. Also über die Jahre hinweg, wo ich Vorstand bin, haben wir eigentlich die Mädels. Die Mädels haben mich mehr beschäftigt als wie die Jungs. Sagen wir so. Das geht mir auch so. Genau. Also das war schon über die Jahre hinweg immer ein bisschen mehr Kampf, um die bei Laune zu halten und das Ganze. Aber
doch, es ist irgendwo eine funktionierende, die Mannschaften müssen funktionieren. Und wenn das funktioniert, wir haben es auch vorhin immer gehabt, und dann hast du eigentlich auch von als Vorstand von oben runter eigentlich ein leichtes Spiel, wenn das alles harmoniert. Was ist da so für euch das Wichtigste? Fragen wir mal die Svenja. Du hast ja vorhin schon einiges gesagt. Eine Frage habe ich noch, die ist noch ganz wichtig. Wie sieht das aus, wenn man Handball spielt? Was ist da für euch so mit das Wichtigste? Dass man Leute trifft, dass man immer wieder andere Leute trifft, die Gemeinschaft? Also ich finde, das, was am wichtigsten ist, ist einfach der Spaß. Wenn man keinen Spaß an dem Sport hat, dann geht man nicht gern zum Training, man quält sich zum Training, man denkt sich bei den Spielen, jetzt muss ich da schon wieder hin. Ich glaube, dann hat es auch keinen Sinn. Also man muss schon Spaß dabei haben bei dem, was man macht. Und klar, am besten ist es noch gut bei uns, also bei mir ist es wirklich so, der Freundeskreis besteht eigentlich aus Handballleuten und aus der Handballmannschaft. Deswegen ist es einfach Freundschaft und Sport zusammen machen. Martina, wir haben gerade gehört, dass man in die Gelegenheit kommen kann, beim Handball einen Heiratsantrag zu bringen. Das wünschst du dir auch, ne? Ehrlich gesagt, nee. Eigentlich eher nicht so. Oh Gott, ich glaube, ich wäre etwas überfordert, wenn dann so diese Aufmerksamkeit dann komplett auf einen gerichtet ist. Nee. Aber das wäre doch eine schöne Sache, wenn der Freund, den du da hast, das weiß ich, meint, wenn der dann so bei einem Handballspiel, am besten nach dem Spiel, damit er dich vorher aufs Spiel konzentriert, dann kommt mit dem großen Strauß, dann mit lauter kleinen Handbällen dran und dir den Heiratsantrag macht. Unbedingt, ja. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als einen Antrag mit Handbällen dran. Ich glaube, dann kann ich ja nur Ja sagen. Ja. Dann kannst du nur Ja sagen. Ja, das ist natürlich wahr. Aber eine Frau muss man sowas fragen. Das ist ja letzte Woche, in Mannheim war das geschehen. Nein, hast du es auch mitbekommen. Also ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber Mats Mentzer-Larsen, der eine Rhein-Neckar-Löwen-Spieler, hat wohl nach dem Spiel seiner Freundin vor versammeltem Publikum einen Heiratsantrag gemacht. Ja, das ist richtig. Das war sehr emotional. Handball ist sowieso sehr emotional, muss ich sagen. Ist auch viel, viel bodenständiger als der Fußball. Ich habe das mal erlebt beim Abschiedsspiel, bei den Wölfen zum Beispiel, Basti Kraus und Stefan Schmidt. Da war das Spiel zu Ende. Wenn das beim Fußball ist, dann bleiben noch drei im Stadion. Wenn die dann ein bisschen geehrt werden, interessiert keinen. Aber da waren 2.500 Leute in der Halle, die sind länger als 1,5 Stunden da geblieben, um die Jungs zu verabschieden. Das ist irgendwo ein bisschen herzvoller, glaube ich, beim Handball. Ja, also diese Einschätzung teile ich absolut. Ich glaube tendenziell, dass Handball der familienfreundlichere Sport ist. Ich glaube einfach, dass man im Fußball viel erlebt, dass eben Menschen jetzt nicht nur wegen dem Sport in die Stadien gehen, sondern auch andere Beweggründe haben. Und da ist natürlich Handball was komplett anderes. Allein wenn man das sieht, wie dort große Veranstaltungen organisiert werden, gänzlich ohne Polizeiaufgebot und einfach die Stimmung unter den Fans, auch danach kann sich jeder die Hand geben, danach kann man zusammen ein Bier trinken. Ich glaube, das trägt natürlich dazu bei, dass Menschen sich dann auch dort lieber aufhalten, auch länger bleiben und sich auch ganz anders mit den Leuten identifizieren können. Ich glaube generell, dass Handballer, egal ob es jetzt die Superstars der Liga sind oder Spieler in der zweiten oder dritten Bundesliga, wesentlich näher am Fan sind, wesentlich näher an den Menschen sind. Und ich glaube, das trägt dann im Gesamtbild dazu bei, dass wir dort einen wesentlich näheren und emotionaleren Sport sehen, mit dem sich die Menschen dann, glaube ich, auch anders identifizieren können. Ja, Martina oder Svenja, ich glaube, Sie sind auch ehrlicher, weil Sie nicht so viel Geld verdienen wie die Fußballer, ne? Das, glaube ich, ist auch nochmal ausschlaggebend. Also klar, im Handball, ich glaube, jeder Handballer, auch im Profibereich, hat nebenbei noch irgendwas, was er noch dazu macht, weil ich denke mal, davon leben komplett kann man jetzt nicht. Oder er hat eine reiche Frau. Aber ich glaube, das macht auch viel die Menschen aus, dadurch, dass sie dann vielleicht nicht so abgehoben sind, sage ich jetzt mal, ist es schon, dass die menschlich wahrscheinlich nochmal anders sind, denke ich schon, ja. Herr Torwart, was mir auch beim Handball ganz, ganz besonders auffällt, es gibt nicht so viel Randale. Handball braucht Fans, Handball hat Fans, hat tolle Fans, aber man erlebt gar nicht so dieses Theater, was so teilweise beim Fußball gegeben ist. Also wichtig ist ähnlich bei uns hier auch, wir haben eine kleine Halle, die ziemlich doch immer mit ziemlich vielen Fans bestückt ist bei den Heimspielen, und
Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass richtig irgendwo zur Sache gegangen ist, ähnlich wie beim Fußball, dass die Zuschauer da irgendwo gegeneinander oder nee, gibt es eigentlich nicht beim Handball. Das Spiel ist aus und man ist eigentlich auch wieder Freunde oder so. Dann kann man wieder ein Distelhäuser trinken. Ne? Martina, wie viele Fans habt ihr? Naja, in der Regel, also schon immer so um die 300, 350 bei, ich sag mal, Derby und so weiter. Wird es dann mal noch voller, dann geht es schon neben die Tribüne und auf die andere Seite. Ja, also schon sehr gut besucht dafür, dass es Damenhandball ist und nur Bayernliga, wenn man das dann vergleicht. Das ist schon, also ich habe auch schon leere Hallen gesehen in der dritten Liga, Damen oder auch noch höher teilweise. Also es ist schon, kommt schon gut an hier. Also wundert mich manchmal wirklich selbst, dass wenn man sich denkt, okay, jetzt kommt ein absoluter Gegner, wo man weiß, das wird jetzt ein bisschen einfacher als jetzt die, die oben mitspielen. Und dennoch kommt man in die Halle und sieht dann immer noch neue Gesichter. Und also die Begeisterung hier in der Region ist dann doch immer noch da. Und auch wenn man selber vielleicht mal nicht die beste Saison spielt als Mannschaft, trotzdem ist die Zustimmung da und die Begeisterung. Und so macht es natürlich immer extrem viel Spaß, dann zu spielen. Also das ist auch das, was mich auch immer noch in Bergheim dann hält. Und ja, dieses Gesamtpaket, dass ich einfach, ich weiß, ich komme dahin, werde da mit einem Lächeln begrüßt, alle freuen sich, einen zu sehen und dann die Mannschaft, die Fans, das Gesamtpaket ist schon sehr beeindruckend und ja. Ja, ne, das macht mich richtig neugierig. Ne? Ich bin dafür, dass wir von den Frauen mal ein Spiel übertragen. Klar, ne? Gerne, sehr gerne. Nee, das interessiert mich jetzt, ne? Die Martina und die Zuschauer, wie das Ganze da so funktioniert. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt geht das Ganze wieder los. Ihr habt ein bisschen von der ersten Halbzeit gesehen. Rhein-Neckar-Löwen führen, das war zu erwarten, 5-4. Ja, hat man, ich denke mal, davon ausgehen können. Also alles andere wäre, glaube ich, verwunderlich gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja, und der Johannes, der ist schon ganz nervös. Da ist schon wieder ein Tor gefallen. Ne? Müssen wir sehen, dass wir das Ganze zu Ende kriegen. Wann geht bei euch die Runde wieder los? Wir starten tatsächlich, glaube ich, am 29.09. oder am 30. bin ich ganz sicher. 29.09. starten wir wieder. Wir würden uns auch mal über 350 Fans freuen. Bei uns sind es eher so 25. Und die sind alle irgendwie, entweder gehören sie zu einem Spieler oder sind irgendwie Elternteile, die noch mit zuschauen. Also von dem her, wenn man vielleicht diese Plattform nutzen kann, Handball und Club Unterfranken, Damen wie Männer, ist auf jeden Fall eine Attraktion. Meistens leider für den Gegner, aber gut, auch das kann man sich anschauen. Ja, nicht, das ist ja auch wichtig. Ne? Man lernt ja immer dazu. Nicht? Wann fangt ihr an? Wir fangen am 22.09. an und ich freue mich auf die Saison 18-19. Ja, ich freue mich richtig. Und ihr beiden müsst zum Training? Ja. Wir müssen jetzt zum Training weiter, genau. Ich danke für euer Kommen und ihr kriegt Dank. Jetzt natürlich alle noch einen Applaus. Und wir hören uns gleich nochmal nach dem Spiel der Rhein-Neckar-Löwen, wie das Ganze ausgegangen ist. Dankeschön fürs Zuschauen.